Ich heiße Ulrike. Mein Name ist Gabriela Kern. Mein Name ist Theresa Baumgartner. Hallo, ich bin Ulrike Martin und ich bin 56 Jahre alt. Ich bin 57 Jahre alt, Bürokauffrau, bin verheiratet, habe 2 Söhne und 3 Enkelsöhne. Und ich gebe heute jungen Frauen finanzielle Tipps, um finanziell gut über die Runden zu kommen. Um Geld zu sparen, sollten junge Frauen vor allem auf ihre Aus-, Fort- und Weiterbildung achten. Um im Alter finanziell sicher zu sein, sollten junge Frauen unbedingt einen Beruf erlernen. Sich gut ausbilden, dass sie sich im Laufe ihres Erwerbslebens einen guten finanziellen Background erwirtschaften. Und schon in jungen Jahren mit dem Sparen beginnen. Wenn es um Finanzen geht, ist mein bester Tipp, im Laufe der Zeit ein Portfolio anzuschaffen, was besteht aus Immobilien, aus Gold, aus diversen Aktien. Also sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen und natürlich auch nichts schnell zu kaufen. Die beste Möglichkeit, Geld anzulegen, ist meiner Meinung nach in Immobilien. Vor allem in einem Eigenheim. Und das besprecht bitte mit eurem Bankberater. Wenn ich heute noch einmal darüber nachdenke, was ich falsch gemacht habe, dann hätte ich wahrscheinlich sollen ein bisschen vernünftiger es anlegen und nicht am Sparbuch immer weniger werden zu lassen. Mein Geheimtipp, wenn es einmal knapp wird, ist: Wen habe ich, wenn ich mal Not habe, wenn es knapp wird? Die Mama anrufen, wenn man eine hat, weil das hilft fast immer. Ich würde einer jungen Frau, die finanziell unabhängig sein möchte, raten, eben unbedingt immer selbst zu arbeiten und nie sich darauf verlassen, dass jemand anderer einen erhält. In die Zukunft zu investieren und sich nicht auf die Männer zu verlassen. Und dann in weiterer Folge eben immer schauen, dass man auf niemanden angewiesen ist, dass man keine Schulden macht, das ist, glaube ich, das Wesentlichste. Jungen Frauen über ihre Pension würde ich sagen, dass es natürlich heute etwas schwierig ist, vorauszusehen, wie die Pension in 30 Jahren ausschauen wird. Derzeit ist nicht gesichert, dass die Pensionen noch in diesem Ausmaß für die kommende Generation gezahlt werden können. Da fällt mir der Weisheitsspruch wieder ein: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und leg jetzt schon was weg. Ja? Wenn es 10 Euro sind im Monat, jetzt schon beginnen, in jungen Jahren, ihr müsst davon schauen, dass ihr noch eine eigene Säule habt für eure Pensionsvorsorge. Parallel dazu würde ich jedem raten, eine Gesundheitsvorsorge abzuschließen in Form von einer Zusatzversicherung. Und auch in Fitness würde ich Geld investieren. Das ist im Alter auch wichtig. Wenn ich einen Tipp für den Umgang mit Familienfinanzen geben könnte, wäre das ein Haushaltsbuch. Legt es an. Meine Eltern haben das schon immer gemacht. Ich habe geschmunzelt. Aber jetzt, wenn ich zurückdenke, so Ein- und Ausgaben, damit man das auch sieht, mit dem Partner besprechen. Oder auch, was sind die nächsten Anschaffungen, die wir machen? Macht euch wirklich einen Plan und schaut euch den, weiß ich nicht, alle 14 Tage oder einmal im Monat an. Das hilft euch. Also ich habe in meinem Leben gelernt, dass eine fixe Investition in einer Immobilie das A und O ist. Ist für mich einfach ein unumstößliches Ding. Würde ich auch jeder jungen Frau raten, insofern das irgendwie möglich ist. Das Entscheidende ist die Unabhängigkeit. Mein Vater hat gesagt, alles kann ich dir mitgeben. Ich kann dir kein Vermögen mitgeben, aber einen Beruf. Ja? Und den haben wir auch beide, meine Schwester und ich, immer ausgeübt. Und wir waren nie abhängig von einem Mann. Und seid weise, geht gut um mit euren Finanzen und macht wirklich diese Listen. Ja? Was habe ich, was
kann ich ausgeben, wofür spare ich? Und das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Was mir auch immer am Herzen liegt, ich glaube, Frauen haben immer wesentlich höhere Ausgaben. Das hat auch einen gesellschaftlichen Druck, den die Frau ausgesetzt ist. Dann die Einkommensschere, mit der die Frau zu kämpfen hat. Also ich glaube, da gibt es viele Themen, die man mit Frauen ansprechen kann. Und was es derzeit aus meiner Sicht, also ich kenne es nicht gibt, ist so insbesondere, dass sich eine Organisation für Frauencoaching, Frauenfinanzcoaching etwas überlegt.